Die gute Nachricht gleich vorweg. Die Stadtsparkasse München ist schon letzte Woche vorgeprescht und die Akzeptanz unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war groß. 5000 Laien-Selbsttests hat die Städtische Bank verteilt, um bestmöglichen Schutz vor dem Coronavirus zu bieten. Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir quasi eine Woche zu früh dran waren. Jetzt ganz aktuell müssen ja die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Selbsttests zur Verfügung stellen. Wir haben das schon letzte Woche gemacht. Da hat jeder 2 Stück bekommen, quasi 2 Stück pro Woche, wenn man eben ins Büro oder einen Arbeitsplatz muss. Ein paar unserer Leute können ja ins Homeoffice, aber nicht alle. Und dann ist es natürlich gut, wenn man diese Selbsttests zur Verfügung stellt. Parallel gibt es auch das Angebot für alle Mitarbeiter, sich von Betriebsärzten testen zu lassen. Auch das wird sehr gut angenommen. Eine Frage bleibt: Gibt es eine Testpflicht sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden? Also es ist tatsächlich so, dass es keine Testpflicht gibt, weder für unsere Mitarbeiter noch für Kunden. Wir empfehlen natürlich unseren Mitarbeitern nach dem Motto: Leute, wenn ihr ins Büro kommt, wenn ihr in die Filiale kommt, bitte testet euch zu Hause mit diesem Selbsttest. Dafür stellen wir sie auch zur Verfügung. Allerdings bei den Kunden ist es so, Maske, Abstandsregeln, Hygieneregeln, das ist natürlich vollkommen ausreichend. Allerdings, viele Bankgeschäfte gehen mittlerweile bequem auch per Telefon oder Online-Banking. So kann man sich den Weg in die Filiale sparen. Neue Regeln gibt es für das Beratungsgespräch. Also beim Beratungsgespräch war es bei uns lange Zeit so, dass es gereicht hat, wenn man eben mit entsprechendem Abstand an einem Tisch saß. Da war so eine Plexiglasscheibe dazwischen. Aber jetzt seit kurzem mit diesen ganzen Mutationen, wo ja keiner so genau weiß, wie gefährlich sind die, haben wir jetzt beschlossen, dass es doch sinnvoll und nötig ist, dass Kunde und Mitarbeiter auch eine Maske tragen, um einfach einen maximalen Schutz zu gewährleisten. Und wir haben jetzt auch nochmal das Thema Lüften verstärkt, einfach um zu schauen, dass da der Luftaustausch sehr regelmäßig erfolgt, dass wirklich das Risiko so gering wie möglich ist für alle Seiten. Auch beim Thema Impfen hat die Stadtsparkasse München bereits die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen. An unseren beiden großen Standorten in Schwabing und hier in der Innenstadt, da haben wir ja jeweils Betriebsärzte, das sind auch Hausärzte. Und die haben eigene Räume mit einer eigenen medizinischen Ausstattung hier und wären eigentlich soweit. Jetzt hoffen wir natürlich, dass Mai, Juni rum, sagen es unsere Experten, genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird, um auch unsere ganzen Mitarbeiter zu impfen. Und dann wären wir sehr, sehr schnell dabei. Ein Terminplanungstool existiert bereits.